Ja, liebe Leute, willkommen zurück zur Episode 2 von Outerwilds. Der Aninok ist auch wieder mit dabei. Hi Aninok. Hallo, ich freue mich. Und jetzt geht's endlich ins Weltall raus. Und jetzt ist auch Nacht geworden. Ich glaube, jetzt sieht man unseren Starter noch ein bisschen besser. Und ich würde mal sagen... Okay. Alles klar. Ja, das ist ein Gravity Stone. Schiffslog ansehen. Okay. Wir ansehen. Ach, das ist jetzt quasi die Infos dann zu den Planeten, die wir gesammelt haben. Genau, da wird dann eigentlich quasi alles gesammelt, was du im Verlauf des Spiels lernst. Gerüchte-Modus. Okay. Und Ruinen. Gerüchte-Eintrag ansehen. Oberschrift in Observatoren handeln davon, wie man irgendein Gerät auf dem Abraumfels kalibrieren kann. Okay. Also sagt, dass Gabos sei nochmal zu den Untiefen der Riesen aufgebrochen. Also ist das so, quasi so tue ich dann die Sachen entschlüsseln. Und hab dann so meine Zusammenhänge. Ja, genau. Das macht es dir einfach ein bisschen einfacher, alles im Kopf zu behalten. Indem du es eben nicht im Kopf behalten musst. Okay. Ah, das Untiefen der Riesen. Der Abraumfels. Ich würde sagen, wir gehen mal zu diesen... Abraumfels, glaube ich, war das jetzt, oder? Den Mond, kurz meinst du? Ja. Und Tiefen der Riesen war das. Und das war Abraumfels. Wie man irgendein Gerät auf dem Abraumfels. Ja, okay, dann gehen wir da mal als erstes hin. Was haben wir hier sonst noch? Da ist jetzt zu. Da kann man einen Anzug anlegen. Das machen wir jetzt schon. Ja. Okay. Ja, immerhin. Ein paar Pflanzen mit dabei. Schön heimelig einrichten. Startlandekamera. Okay. Abschnallkarte aufrufen. Alles klar. Krautwerfer. Ganz viel nix. Holy shit. Ich habe ja mal so... Passen. Wo ist denn dieser... Das ist es. Ja, wenn du im Weltall mal beschleunigst, dann hörst du nicht so schnell wieder auf. Da bin ich eigentlich hin. Was ist Schwarzstone? Ja, das ist nicht der Mond. Das ist das kleine Ding da, oder? Ja. Wo jetzt? Muss vielleicht ein bisschen näher... Ah, jetzt. Nein. Sobald du näher dran bist, kannst du es wahrscheinlich dann auswählen. Ja. Anscheinend kannst du es nicht auswählen, dann musst du manuell drauf landen. Ich versuche da erstmal hinzukommen. Es gibt übrigens einen Autopiloten, der kann dir helfen, in die Nähe der Planeten zu kommen, damit du dann nicht so sehr abdriftest. Ich habe so das Gefühl, ich bewege mich da überhaupt nicht hin.
Jetzt der Mond. Unten. Hä? Oder hinten? Ah nein, da rechts oben. Ganz klein zu sehen. Ja, da so hinter der Schrift. Das Ding ist, dass er sich ja bewegt. Eben deswegen ist der Autopilot ganz praktisch. Aber ich kann den halt nicht auswählen. Ah doch, jetzt. Wie mache ich den an? Ah, Autopilot noch, Pfeil nach oben. Er hilft dir nur, in die Nähe der Planeten zu kommen. Landen musst du schon selber. Landungsmodus. Kann ich da überall landen? Ja, ja. Vielleicht nicht gerade auf dem Haus, aber ja. Moin. Land da mal neben dir, einfach mal so. Unten? Oh, Tatsache. Ich stehe wieder weg. Abschnallen. Mit. Ja. Sehr geil. Einfach mal. Und du lebst hier einfach mal so auf dem Mond, ohne Anzug und so. Ich hab's ja Bäume. Das reicht für Sauerstoff in dieser Welt anscheinend. Oh hey, du bist es. Die Bodenkontrolle hat mir gar nicht mitgeteilt, dass du starten wirst. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Andererseits, es ist schon ewig her, dass ich überhaupt irgendjemanden gesehen habe. Kommen hier keine anderen Reisen vorbei? Habe ich dich etwa pfeifen gehört? Hier oben scheint es sehr einsam zu sein. Was ist das für ein Ort hier? Ja, der ist da. Haha, sehr witzig. Oh, bei den Sternen, du meinst es ernst, was? Das ist ja echt traurig. Willkommen auf dem Mondaußenposten, über den unser Weltraumprogramm offensichtlich niemand mehr richtig informiert. Als wir einst Outer Wilds starteten, brachten Reisende ständig ihre Schiffe hierher, um sie reparieren zu lassen. Seitdem hat sich unsere Weltraumtechnologie wahnsinnig weiterentwickelt, aber die älteren Schiffe fielen leider noch regelmäßig fast auseinander. Also früher viel mehr, als sie es heute tun. Mit Hilfe des Außenpostens verringerte sich die Zahl der Starts und Landungen im Dorf selbst, die dort hin und wieder zu großen Bränden führten. Heute bin ich hier fast die ganze Zeit alleine, züchte meine Setzlinge von Holzkamin und passe auf alles auf. Geh nicht weg. Also, wolltest du sicher noch irgendwas von mir? Nö, wir reden später. Ich glaube, wir... Schifflok, unverzichtbares Signal in der Nähe. Okay. Das ist deine Kamera. Warte mal, da. Also Signale kannst du besser mit dem Signalscope, Naja, ich wollte nochmal sehen, was in die Richtung so ist. Ganz viel okay. Mond. Aber jetzt komme ich da jetzt nicht raus. Doch, doch. Achso, ja. Ich habe ja da so ein Chat-Ding. Okay, was haben wir hier? Lesen. Wahlbergs Signaloskop-Logbuch. Tag 48. Ich höre immer noch nichts von Rebecks Banjo aus dem bröckeligen Krater. Es ist sicherlich alles in Ordnung, aber ich würde mich besser fühlen, wenn ich die Musik hören könnte. Tag 51. Ich habe Chad heute eine Weile beim Spielen zugehört. Nebenbei bemerkt, sollte jemand Poffy und Eisenhut sagen, dass ihr Geflirte von oben gesehen nicht besonders subtil ist. Tag 55. Heute hörte ich laut und deutlich Banjo-Musik. Klingt, als ging es Rebek gut. Rebek, du Pappnase, ich hab dir mir Sorgen gemacht.
Tag 63. Heute dachte ich, ich hätte etwas Merkwürdiges gehört. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war es nix. Tag 70. Nein, heute ist es auch wieder da. Etwas Seltsames kommt von Holzkamin. Tag 76. Okay, ich weiß, dass es verrückt klingt, aber das Geräusch von Holzkamin klingt genau wie Felsbarts Harmonika. Aber Felsbart ist vor Ewigkeiten im All verschollen. Es kann also nicht sein. Tag 88. Es ist immer noch da. Das ist richtig gruselig. Vielleicht ist mein Signaloskop kaputt. Ich spreche lieber mit Kneis. Signaloskop. Nein, scheiße, das wollte ich gar nicht. Okay. Der Mond dreht sich auch mit, deswegen geht es immer zurück. Muss ich da hier bei dem Rahmen hier bleiben? Sobald es grün wird, bist du in der Mitte des Signals. Mechanik jetzt nicht so ganz. Je näher du das Signal triffst, das du suchst, desto näher kommen die Kreise. Es ist einfacher, es zu finden, wenn du nicht eingezoomt bist. Du kannst auch andere Frequenzen suchen. Weiß allerdings nicht, wie du die Frequenz jetzt mit deinem Controller änderst. Okay. Okay, ich lasse es mal. Hier hat es ja noch irgendein Gerät, was ich hier ausrichten soll. Das ist ja bestimmt er, der da halt rumpfeift. Genau. So, tu das mal wieder weg. Also eben, normalerweise kannst du mit dem Signaloskop auch andere Frequenzen suchen. Und das irgendwie manuell umstellen. Deswegen auch dieses unidentifizierbare Signal in der Nähe. Drück mal eine der Steuerungstasten. Ja, das ist... Soll ich wieder rumfliegen? Das ist irgendwie nichts. Außer, dass ich es weglegen kann. Seltsam. Ich mach noch mal kurz schlau. Okay, das ist ein echt komisches System, das ich nicht verstehe. So, wo ist jetzt das Gerät zum Ausrichten hier? Vor allem, wo ist die eine Flagge? Aha, okay, du musst zuerst die komische Frequenz musst du zuerst selbst aufspüren und dann kannst du die mit dem Signaloskop auswählen. Ich habe eine Unfallstelle gefunden. Dann noch suchen. Oh. Oh je. Das ist schon mal nicht so gut. Ich hoffe, du endest nicht so. Ja, hoffe ich auch. Okay, weit und breit. Kein Gerät in Sicht. Verwendeten Sauerstoff verbleiben.
Sollte ich dann vielleicht zum Schiff. Ja, das ist die blaue Anzeige, die du oben hast. Oh. Wobei, alles klar. Spring mal da runter. Nein, geht erstmal zum Schiff. Oh, so geht's ja viel schneller. Ich muss hier wieder runter. Ja. runter. Autsch. Oh. Also weil du jetzt Bäume in der Nähe hattest, konntest du schon deine Sauerstoffreserven auftanken. Wie tue ich das Fuel Level auffüllen? Ah, das kannst du im Schiff machen. Oder wenn du so Flaschen siehst, so silberne. Im Schiff, wenn du da drehst, wo genau? Geht nur zum Jetpack auftanken. Okay. So. Ja, probieren wir das nochmal. Zu finden sein. Ah, okay. Hier hat's komische Steine. Oh, noch ein Was? Und da wäre auch eine Flasche zum Aufladen gewesen. Weg auftanken. Ah, nein. Controller. Boah, ey, komm, lass mich da wieder runter. Doch nicht. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Jetzt. So, einmal das. Hier. Aufzeichnung abspielen. Scherz-Forschungsaufzeichnungen. Eigentum von Scherz. Dies ist ein alter Krater. Das Tolle ist, dass die Zusammensetzung der Proben, die ich an der Einschlagsstelle genommen habe, der Zusammensetzung des Eises in den Randgebieten von Schwarzdorn entspricht. Ich würde postulieren, dass der Abraumfels von einem Stück des Planeten getroffen wurde, der früher dort war, wo sich jetzt Schwarzdorn befindet. Um nochmal darauf zurückzukommen, vielleicht gibt es auf anderen Planeten im Sternsystem noch weitere Bruchstücke des alten Planeten, den Schwarzdorn zerstört hat. Okay. Das ist ein Secret, aber nicht das, was ich eigentlich gesucht habe. Das Signal. Ah, auch nicht das Signal. Ich suche immer noch, das ist eine Gerät da zum Ausrichten, von dem die Rede war. Ah, da ist die Flagge. Da irgendwo was machen kann. Nö, ist einfach nur eine Flagge. Okay. Wo ist das Gerät? Weiß er. Es ist immer hier, wo er ist. Ja, nix. Nix. Oh, vielleicht da oben. Kann ich anmachen? Jetzt nicht rein. Er hat hier die Schüssel. Wow. Nicht so schnell. Aber mit denen kann ich auch nichts machen.
Bin ich gerade ein bisschen ratlos. Du wirst das bestimmt sagen, ich habe irgendwas übersehen hier, ne? Ich sag gar nichts. Oder tun wir zumindest die Frage beantworten. Muss ich mit dem Signal weitermachen oder ist es etwas anders hier auf dem Mond? Du musst gar nichts weitermachen. Du kannst auch jetzt erstmal was anderes suchen, wenn du willst. Oder den Planeten noch weiter absuchen. Also ist alles dir überlassen. Müssen musst du gar nichts. Hm. Ja, dann würde ich sagen, verschwinden wir hier. Ich kann das mal einen anderen Planeten haben. Frage. Lass mal gerade hier angucken. Komm ich jetzt da runter? Landungsmodus. Geh mal aus dem Landungsmodus raus, bitte. Ja, und jetzt? Dreh dich rum. Versuch's. Was ist denn jetzt? Was ist jetzt los? Was zum... Was zum... Was war das jetzt? Warum bin ich jetzt wieder hier? Hast du irgendwas dazu zu sagen, dass ich jetzt wieder da bin? Hey, bist du bereit, diese Schönheit in den Himmel zu schießen? Das Schiff ist vollgetankt und startklar. Hui, hattest du einen bösen Traum oder was? Du siehst noch immer total verschlafen aus. Aber damit können wir wohl auch ausschließen, dass du tot wärst. Ich weiß, es ist Tradition, unter dem freien Himmel zu schlafen, bevor man ins Weltall startet. Aber wenn du mich fragst, macht einen das nur noch aufgewühlter. Ich? Soll ich denn jetzt einfach wieder schlafen? Also, ich frage mich jetzt gerade, bin ich jetzt aus Versehen abgestürzt und dann ist der Effekt gekommen oder sollte das passieren? Sehr schräg. Dann starten wir halt mal wieder. So, gehen wir doch mal dahin. Den Autopilot an. Okay. Knappe Sache. Oh. Vielleicht ein bisschen zu knapp. Okay, jetzt kommt es schon wieder. Das war jetzt sehr kurz. Okay, also das kommt jedes Mal, wenn ich sterbe. Dann bin ich auf einmal wieder hier. Okay. Nochmal. Also merke, vielleicht nicht so nah an Lava landen. Ja.
Ja. Versuchen wir es nochmal. Und Autopilot. Diesmal ein bisschen mit Distanz. Kannst weiterhin auch A drücken, um die Geschwindigkeit anzupassen. Das macht es einfacher, dann fliegt dir der Planet nicht ständig davon. Komm. Wir einmal landen. Also landen, wenn du mal landest, dann kannst du es besser, als ich es am Anfang gemacht habe. So, abschnallen bitte. Dann noch Button hier. So. Öffnen. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Also bis jetzt erstmal ganz viel Stein. Warum darf ich nicht weiter? Lass mich da nach oben. Du hast nur eine gewisse Dauer an diesem. Wie heißt es? Boost. Du siehst oben links. Siehst du das, den kleinen Pfeil? Ah, ja, ja. Ja, also bis jetzt erstmal ganz viel nix. Oh, das ist ein Baum. Wie schnell ein einfacher Baum spannen werden kann, wenn vorher gar nichts war. Vor allem einfach mal so auf dem Planeten. Arte aufrufen. Bist hier, das Schiff ist da. Okay. Du siehst übrigens links in der Mitte auch immer, ob du dich eher in Richtung Süd- oder Nordpol eines Planeten befindest. Irgendwas schlägt hier, glaube ich, ein. Das Gefühl, der Planet. Oh, da ist ja was. Ich habe was gefunden. Yay. Weiß aber nicht, was es ist. Das ist schon wieder das mit dem Signal in der Nähe. Ja, probieren wir es mal. Vermutlich das Teil da oben. Vermutlich. Oh, shit. Das war nah. Ah, wo ist es jetzt? 36 Meter. Du kannst übrigens auch springen und erst dann den Boost aktivieren. Dann kommst du meistens auch noch ein bisschen höher. Sprungskapsel. Frequenzdetekt. Notsignal. Weglegen. Okay. Geht es allen gut? Explit, ach so. Niemand wurde beim Aufschlag der Rettungskapsel ernsthaft verletzt. Wir hatten sehr viel Glück. Da hat jemand vergessen, irgendwie die Übersetzung richtig zu strukturieren. Da fehlt eines dieser Zeilen. Das sind zumindest gute Neuigkeiten. Wissen wir etwas von Rettungskapsel 2 oder Rettungskapsel 3? Nein, ich konnte keinen Kontakt herstellen. Mit meiner Ausrüstung empfange ich aber die Notrufsignale der anderen Rettungskapseln. Das bedeutet, dass die Kapseln noch intakt sind. Ich werde sie weiter anfunken. Hab Dank, können wir...
Batsch, der Mond nähert sich wieder. Schnell, haltet euch irgendwo fest. Der Vulkanmond ist wieder zurückgekehrt. Passt auf fallende Asche und Geröll auf. Ich glaube, der Mond ist vorübergezogen. Der Planet scheint sich nicht gerade über Besucher zu freuen. Auf seiner Oberfläche sind wir alles andere als willkommen. Wir müssen schnell eine Zuflucht finden. Der Vulkanmord wird sicher nicht lange fernbleiben. Ich habe mehrere vielversprechende Stellen unter der Oberfläche gefunden, aber wir müssen eine Vorrichtung bauen, damit alle sicher hinunterklettern können. Vielleicht können wir Podeste bauen? Okay, also sind sie dann irgendwo unten rein? Anscheinend. Kann man eigentlich da irgendwie was machen? Okay. Auch immer das hier mal gewesen ist. Oder hat es noch mehr von den Dingern? Willst du da oben nicht selbst noch reinschauen? Nee, ich will jetzt das hier machen. Okay. Unübersetzte Alarm! Kollision steht unmittelbar bevor. Bereithalten für Aufprall. Externe Umgebung wird überprüft. Überprüfung abgeschlossen. Minimale strukturelle Schäden festgestellt. Abschnitte mit atembarer Luft gefunden. Adäquate Sonnenenergiequelle entdeckt. Beurteilung bewohnbar. Luglock anfangen. Rettungskapsel 1. Gefährt wurde tödlich verwundet. Notfallsequenz aktiviert. Erwarte Abflug vom Gefährt. Starte Rettungskapsel 3. Starte Rettungskapsel 1, 2. Starte Rettungskapsel 1 wird gestartet. Weg. Okay, dann gehen wir mal hier unten. Oh! Hier rein. Okay, was habe ich hier gefunden? Übrigens, denke dran, nicht zu weit weg zu wandern. Das Gebiet ist zwar recht instabil, aber immer noch sicherer als alle anderen Gebiete, die wir bisher gefunden haben. Das temporäre Lager ist fertig. Passt aber weiterhin auf Felsstürze und Staubstürme von Meteoriteneinschlägen auf. Mal kurz über den... Okay... Das ist mal sicher der Bay the Road darüber. Was hat's hier? Oh, da unten ist auch noch was. Hat jetzt irgendwie so Minecraft-Vibes. War jetzt nicht unbedingt mein erster Gedanke, aber ja, jetzt wo du es sagst. Sehr interessante Häuser hier. Das da oben nicht. Diese Informationen sind äußerst wichtig und wertvoll. Hier befindet sich alles Wissen über das Signal, das wir an Bord unseres Gefährts aufgefangen haben. Das Signal sah aus wie ein Auge, rund mit einem Kreis in der Mitte, der wie eine Pupille aussah. Man könnte meinen, dass das Signal nach etwas Ausschau hält. Das Signal war älter als das Universum selbst. Das ist das wichtigste Detail. Kein Nomai-Clan hat bisher etwas derartiges erlebt.
Wie kann irgendwas in diesem Universum älter sein als das Universum selbst? Ja, so. Man stelle sich nur das Wissen vor, das es einem vermitteln kann. Wir müssen das Auge des Universums finden. Okay. Ja, was für uns. Ich habe hier dann bald ein Sauerstoffproblem. Soll ich wieder zum Schiff zurück? Da finde ich vielleicht hier nur irgendwo Sauerstoff. Nicht alles zusammen. Du bist auch mutig. Mein Gott. Okay. Alles klar. Verstehe ich nicht. Warum stürzte das Gefährt an diesem Ort ab? Fühlte sich das Gefährt vielleicht nicht wohl? Nein, Anona und ich haben alles vor dem Warp überprüft und sowohl der Warpkern als auch die Navigationssysteme fühlten sich sehr wohl. Die fühlen. Wir sind gewarpt, um dem merkwürdigen Signal vom Auge des Universums nachzugehen. Wir kamen am falschen Ort an. Dahin wollten wir gar nicht. Womöglich war es kein Problem mit dem Gefährt, sondern mit dem Ziel. Ich mache mir große Sorgen um unsere Freunde in der Rettungskapsel 3. Schaut ihr vielleicht nochmal die Bilder an? Ich kann mit denen jetzt gerade nichts anfangen. Vor allem, ich brauche Sauerstoff. Das stimmt. Hier innen irgendwie was finden wird. Ich riskiere es zu dem, was auch immer das ist, da unten hinzukommen. Oh, das war vielleicht eine doofe Idee. Fuck. Ja, das war eine blöde Idee. Also ich glaube, du wurdest von einem Felsen getroffen. Aber sah aus wie ein schwarzes Loch. Ja, das ist ein schwarzes Loch. Aber gibt's auf alle Fälle noch mehr zu entdecken da unten. Das war jetzt nur so ein kleiner Teil. Aber jetzt sind wir wieder hier. Okay, liebe Leute. Also, wenn es euch gefallen hat und ihr da mehr sehen wollt von Outer Wilds und mit mir da die Geschichten und die Geheimnisse versuchen zu lüften, dann schreibt es in die Kommentare. Gibt es auch mehr Episoden. Und bis dahin wünsche ich euch was Gutes. Ciao. Tschüss. Ich freue mich drauf. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.